Hello! Ja, es hat mal wieder ein bisschen gedauert, bis ihr mich hier seht. Hat sich nicht vorher ergeben. Ich habe ein ganz wunderbares Paket erhalten. Von Dresdner Essenz. Ich wusste davon nichts. Ich habe mich so gefreut. Ich war Samstag in Köln und als ich abends nach Hause kam, stand da dieses Paket. Ich dachte, was ist los? Und ich habe auch die Pressemappe dazu bekommen. Hier ist auch eine CD drin, die ich mir noch nicht angeguckt habe. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe einfach noch keine Zeit gehabt. Aber natürlich habe ich schon mal reingespielt. Es war das so neues Lied. Ich habe nämlich die Neuheiten des Dresdner Essenz Sortiments Herbst-Winter gekriegt. Und lustigerweise hatte ich ja schon so ein bisschen vielleicht eventuell selber eingekauft, weil ich es ja wieder nicht abwarten konnte. Und ja, ich zeige euch mal, was es noch für Schätzchen gibt, die ich bei DM nicht kaufen konnte, die ihr aber auf der Internetseite kaufen könnt. Und ja, es war so ein Bäckli so hier so, ne? Das war so schön verpackt. Und da war drin einmal Abendruhe. Das habe ich nämlich schon durchgebadet. Das ist ganz cool, dass ich mir die Sachen schon vorher auch gekauft habe. Und kann euch jetzt sagen, yep. Ja. Dieser Duft ist so unfassbar lecker. Die Nachbarn drehen auch wieder am Rad. Und zwar ist hier Orange und Kumquat und Rosenholz drin. Ja. Und fand ich auch ganz, 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 ganz toll. Aber hier, das schlägt ja bei weitem ungefähr alles. Und das ist das Provenzebad. Provenze mit Lavendel, es ist lila, es sieht toll aus. Und es riecht gut. Und witzigerweise habe ich mir die auch schon nachgekauft. ich glaube, ich habe eins, habe ich irgendwie hier verbuddelt, oder? Ich meine, das eigentlich nehme ich auch noch was anderes in meinem Paket. Ich meine, ich hatte auch noch einen so ein Aktiv-Bubble-Bad Ding da drin, aber ich bin mir gerade nicht sicher, kann auch sein, dass das nicht stimmt. Aber die habe ich mir auch schon nachgekauft, diese Aktiv nach dem Sportbäder. Die habe ich nämlich schon nachgekauft, da haben wir uns nämlich schon doof gebadet. Genau, also und hier ist immer, also in dieser Prä-Hä-Hä-Mappe sind immer diese Bilderchen mit drin und zu jedem Bad oder jeder Geschichte gibt es dann eben nochmal so eine Info. Ja. Genau, 60 Gramm. Das war dann hier auch nochmal. Und die haben nämlich beide Schau. Die. Ne? So. Ja, das ist nämlich auch neu. Hier das meine ich, das Aktiv und Vital. Dieses Sprudelbad. Ist nach der Arbeit oder dem Sport. Genau, die habe ich auch schon nachgekauft. Das war jetzt nicht hier drin, aber die habe ich auf jeden Fall schon nachgekauft. Und dann gibt es auch ein neues Dreckspatzbad. Blubbertüte. Und zwar, was haben wir denn da für einen Geruch? Das muss ich mal eben lesen. Frisch, fruchtiger Duft. Das ist gut. Steht es gar nicht drauf. Kann ich euch jetzt gerade gar nicht sagen. Schnell kann ich nicht lesen. Ist auf jeden Fall orange-rot. Frisch-fruchtig. Ja, ist auf jeden Fall Kinderbad. Die finde ich auch richtig cool. Und das haben wir schon gesehen. So, dann war drin hier das Winterbad mit Beerenduft und Mandelöl. Da habe ich jetzt vorgestern mit gebadet. Weil ich mir die ja schon gekauft hatte. Und dieses Bad wird pink-lila. Da sind so Bubbles drin, also so kleine Perlchen drin. Voll cool. Also sieht richtig, 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 richtig cool aus.
Dann nochmal Granatapfel ist auch drin. Und mein Winterbad, Zimtnelken und Orange. Ich liebe diesen Duft. Ich liebe diesen Duft. Und das war auch nicht das Einzige. Es hat sich scheinbar irgendwer gemerkt, dass ich das mag. Denn, hust, hust. Tada! Es gibt jetzt auch dieses Jahr wieder die Winterdusche. Die gab es ja auch letztes Jahr schon. Die hatte ich auch. Habe ich sehr, sehr geliebt. Und dann auch wieder die Winterlotion. Die hatte ich bisher nicht. Oder habe ich die verschenkt? Weiß ich nicht. Bin ja nicht so der Cremer, ne? Ich hasse ja Creme. Aber vielleicht werde ich es mir dieses Jahr mal gut tun. Sonst, Mutti freut sich bestimmt auch, was mit mir hier testen zu dürfen. Und wie geil bitte gibt es das Wintercreme-Bad jetzt auch in Flasche. Und dieser Duft, ich weiß nicht wieso, aber ich finde den so cool. Ja, ich finde den ganz, ganz toll. Der Inhalt reicht für ca. 5 Vollbäder. Ich sag mal so, das kriegen wir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr raus. Jo. 1 bis 2 Verschlusskappen, das kann man ja mal selber ein bisschen variieren. Und hier steht auch was von Vanille. Aber ich rieche die Vanille zumindest nicht negativ raus, das ist ja immer so eine Sache. Dann scheint es auch neu zu geben, die Handcreme mit Granatapfel und Grapefruit. Darf man auch nicht essen. Hatte ich jetzt eigentlich auch nicht vor. Genau. Zieht schnell ein, sorgt für glattes, entspanntes Hautgefühl. Riecht lecker. Ne, ist halt eine Creme. Ich mach mal die Ringe ab, weil sonst hier... Ja, riecht in der Tube erstmal für mich besser als auf der Haut, jetzt so an mir. Also fühlt sich gut an, der Duft. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Also könnte ich die im Laden riechen, würde ich sie mir ehrlich gesagt wahrscheinlich nicht kaufen, weil mir der Duft in dem Fall jetzt nicht so gut zusagt. Aber das kann ja jeder, ne? Vielleicht findet ihr den toll. Und dann habe ich auch das Winterbeeren-Duftgedöns als Lotion gekriegt. Bekommen, erhalten. Das ist, boah, das ist aber auch ein bisschen Herausforderung. Also als Bad finde ich das ja lecker. Als Lotion ist das dann wahrscheinlich mir ein bisschen viel so. Ach nee, geht. Nee, ach nee, das geht. Die finde ich riecht in der Tube nicht so gut wie auf dem Arm. Also wenn ihr jetzt hier irgendwie Baulärm hört, ich habe keine Ahnung, wo der herkommt und welcher arbeitslose Rentner, Entschuldigung, da jetzt wieder mit einem Laubbläser arbeiten muss. Ach, die finde ich riecht aber echt ganz gut. Und die hat diesen süßlicheren Duft, dieses Sachetbad auch hat, aber nicht unangenehm. Ja, nee, finde ich riecht cool. Und fühlt sich auch schön an. Mit Beerenduft und Tonka. Fruchtig warme Note. Mit Wandelöl. Ja. Enthält keine tierischen Rohstoffe. Supi. So, ja, also darüber habe ich mich sehr, 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 sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. Es wird noch geben ein Haut- und Massageöl, Lavendelrose. Das habe ich schon bekommen. Das riecht ganz toll. Ich weiß gar nicht, hat mir das jemand... Wo kam das denn her? Weiß ich gerade nicht, aber habe ich auf jeden Fall auch. Ich höre schon wieder Stimmen. Das mit Sandelholz und Ying und Yang, das kenne ich nicht. Weiß gar nicht, ob das jetzt auch neu ist. Dann gibt es auch noch Flüssig-B der Wärme und Erholung mit Eukalyptus und Rosmarin und Minze. Das hört sich sehr, sehr gut an. Muss ich mal gucken, ob es das beim DM geben wird. Und dann gibt es hier dieses Samtweich. Vielleicht, das verlosen die, glaube ich, auch gerade auf Facebook. Ja.
Das ist ein Badeöl. Genau, hier sind unsere Winterbäder. Die gibt es auch wieder als Special Edition Möppes geben. Lass mal gucken. Jetzt zeigen wir hier. Genau, da ist nämlich das Wohlfühl-Set mit Winterdusche, Winterbad und Raumduft. Der steht immer noch da. Ein bisschen ist noch drin. Ich bin froh, dass es dieses Jahr auch das wieder geben wird. Und zwar dieses hier. Da kriegt ihr nämlich auch den Raumduft dazu. Und der ist cool. Ich finde den richtig, richtig toll. Könnt ihr alles auf der Internetseite erwerben. Hier nochmal die Handcreme. Und was es von dem neuen Duft alles geben wird. Also da gibt es eine Bodylotion und das Duschgel. Dann eben das Badesachet und hier auch nochmal so ein Set. Und da ist Pflegedusche und Bodylotion drin. Ja, das ist jetzt also das eine. Und dann wollte ich euch noch schnell zeigen, was ich in Köln so erworben habe. Und zwar habe ich mich ja mit zwei lieben Mädels getroffen. Und die Anna, die hat mir eine Glücksbox mitgebracht mit Glücksdeo und Glückstee und Glückskeks und Glückskäfern und Glücksbadezeugs. Und Svenja, die hat mir nämlich auch noch hier so ein Ruhepausebad von Dresdner, ich weiß gar nicht, wie die auf Dresdner Essenz kommen, mitgebracht und Kicherkugeln. Und einen, genau, und ein Body Scrub. Und hat sie mir noch ein paar Sicherungskopien. Psst! Wir waren ja zusammen auf dem Xaverlego-Konzert. Und da hat sie mir die Bilder so gebrannt. Und dann habe ich noch Masken bekommen. Und Klebeetiketten, Sticky Notes. Ich bin ein großer Liebhaber von Sticky Notes. Ja. Und ich habe selber auch noch ein bisschen was geshoppt. Ich habe nämlich die neue SILE ausfindig machen können. Und habe mir diese beiden wunderbaren Farben mitgenommen. Ich muss gestehen, ich habe sie mal kurz vorgepinselt, einfach um zu gucken, wie gefällt mir das. Und da haben wir einmal With the Band und Frogs and Frock'n'Roll. Frock'n'Roll. Hallo, Frock'n'Roll. Da. Und With the Band. Ja, das sind die beiden Farben. Das finde ich ist ein dunkles Lila mit Glüpfer und das ist ein Orangerot, von dem ich mir noch nicht so richtig sicher bin, ob mir das an mir gefällt, aber auf jeden Fall habe ich sie schon mal gekauft, denn da war die neue Herbst LE. Da gab es auch so einen Kupfergoldton, von dem der ein bisschen aussah wie Scheiße mit Glitzer, aber gut, ne? Hier so, wenn der Hund Durchfall hat, Farbe. Fand ich jetzt nicht so schön. Und irgendwie ein paar Töne. Dann hatte ich Bahama Mama an dem Tag drauf. Und der eine Ton, der da zu erwerben war, sah genauso aus. Muss ich leider mal gestehen. Und irgendwie noch Gedöns. Also die fand ich jetzt besonders. Die hatte ich so auch noch nicht in meiner Sammlung. Daher mussten die mit. Und weil Nagellack ja durchaus also so zu meinen Leidenschaften gehört, konnte ich auch im TK Maxx nicht widerstehen und habe einen Viererpack erworben von, Moment, von Orly. Und zwar nennen die sich, weiß ich auch nicht, Smoky. Orly Smoky. Keine Ahnung, ich habe die Umverpackung weggeschmissen, nur das behalten. Da sind vier kleine Lacke drin gewesen. Und so sehen die aus. Ah! Nichts passiert. Und zwar haben wir einmal diesen Farbton hier. Dieser Farbton nennt sich... Schieß mich tot. Brush it on. Ja, mach mal. Brush it on. Dann hier... Entschuldigung, ich muss echt noch ein bisschen üben mit der Kamera hier. Edgy. Auch ein cooler Ton.
Ich habe so einen ähnlichen, glaube ich, von China Glaze. Dann haben wir hier die Farbe Highlight. Das ist so ein cremegrün, dope, grisch, man weiß es nicht, Schwabbon. Sehr, sehr hübsch. Und hier die Farbe Darkest Shadow. Also ich bin ja leider, oder Gott sei Dank, man weiß es nicht, kein großer Fan von den Mini OPIs. Und auch jetzt, ja gut, Essie habe ich erst ein, zwei, die sind okay. Aber die kleinen Lacke von Orly fand ich bisher alle spitzenmäßig. Und die vier zusammen haben, glaube ich, 8 Euro gekostet. Also super, super Preis, fand ich. Da konnte ich so oder so schon mal überhaupt nicht Nein sagen. Und die lachten mich so an und die wollten unbedingt mit. Ich weiß auch nicht. Ich habe einen Arbeitstag hinter mir. Wie viele von euch mit Sicherheit auch. Ich weiß gar nicht, bin ich doch sonst nicht. Doch, ich bin immer verballert. Aber heute ist wieder ganz besonders schlimm. Habe ich nämlich auch aufbewahrt. Ja genau, 8 Euro für 4 Orly-Lacke. Fand ich cool. So, und dann haben wir noch Kiko. Kiko hat, also ich habe meine zwei Long-Lasting Sticks ein bisschen wiederentdeckt und seit ich meine Nourish-Palette habe, irgendwie überlegt, dass ich das ja ganz cool fände, voranmale. Also ich nehme mal den Stift und mache hier unten an den Wimpernkranz und klatsche dann noch eine Farbe drüber, weil das auf den Dingern besser hält. Und dann dachte ich auch, so ein, zwei Farben kann man ja auch nochmal mitnehmen. Das habe ich dann auch gemacht und zwar die Farbe 38. Die Bedärm, ja wohl mal super geilo ist. Richtig, richtig schön. Hat so einen Glitzerton, ist irgendwie Mauve und einem in so großen Liebe. Und dann gab es hier a Moonshadow, Water Infused, Eyeshadow, was weiß ich, irgendeine LE, Farbe 03. Und jetzt, pass mal auf, was jetzt passiert. Ich fand den so schön. Ist halt die Frage. Der wird kühl. Cool. Alles klar. Wie geil ist denn diese Farbe bitte? Total schön. Ob der jetzt allerdings hier unter dem Wimpernkranz so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe, ich glaube fast nicht. Weil der, wenn du den nur so dünn aufträgst, einfach fast nur ein bisschen schwarz wirkt. So. Aber die Farbe, ich fand die so schön. Der ist ein bisschen anders gearbeitet als der Eyeshadow Stick. Aber fand ich ganz, ganz toll. 8 Euro, 7 Euro, 9 Euro, 6 Euro, irgendwie sowas. $7,90, $6,90. Also der Long Lasting Stick, so, ne? Dann fand ich irgendwie total cool, musste jetzt definitiv mit. Schöne Farbe, vielleicht auch möglich als einzelner Lidschatten. So, Mädels und Jungs, das war's. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen euch schon auf die, eigentlich hoffe ich nicht, dass ihr euch schon ein bisschen auf die erste Zeit eingestellt habt. Ich wollte euch jetzt nicht schon an Lebkuchen und Co. gewöhnen, um das willen. Aber ja. Am Samstag startet die Klemmer Shopping Week. Ist doch Samstag, ne? Ich müsste meinte zweiten. Samstag kann ja nicht, ist der dritte. Fangen die dann schon am Freitag an? Wisst ihr das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Glamour Shopping Week startet. Kiko ist auch dabei, wenn ich mich hier nicht irre. Und vielleicht findet ihr da ja was. Ansonsten, Dresdner Essenz findet ihr auf der Webseite. Packe ich euch unten rein. Noch habe ich keinen neuen Bestellcode, aber vielleicht kommt das noch. Ich würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao! Guck mal, die Cupcakes da oben. Ich flippe aus.